zum Dinner for Four anwesend sind Maja, Herr Griese, Stargard und Matthias. Oh. Alter, das stinkt ein bisschen. Kommt ruhig näher. Aber ganz ehrlich? Er hat einen gewissen Eingriff. Also ich finde es nicht so dramatisch. Ich finde, ich hätte ihn doch länger in der Sonne stehen lassen sollen. Hier sind sowieso immer wegen der Passe. Konsistenz. Nur Matthias gleich so viel. Gib mir. Gib alles. Oh, jetzt richtet der ganz anders, ne? Ja, das muss erst reagieren. Wenn du irgendwo eine Bude machst. Ich hab die größere Stirn. Das ist gut. Guck mal, du hast den Schwanz da. Jetzt riechst du anders, oder? Ja. Gott sei Dank hab ich Schnupfen. Jetzt riechst du wirklich in der toten Fisch. Oh, der ist eigentlich was tun kann. Lebt der klar? Kann man nicht mal hinkommen. Ey, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum die alle so kotzen bei dem Video. Aber da sind viele Stück drin, ne? Ja, das schaffen wir schon. Möchte Charlie nicht auch noch was essen? Also ich möchte nicht sagen, dass dieser Fisch sehr gut riecht. Oh, da haben wir das schöne Filet. Der ist ja noch mit in der Reihe. Oh. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, Sushi. Sushi. Ihr seid noch nicht fertig? Nee. Die klebt mir auch irgendwie am Gaumen oder so. Ja, ich seh jetzt erstmal die nächsten 3 Tage. Ihr kriegt Nico Bravo eigentlich. Gute Frage. Nur deswegen hat er gekotzt. Abfahrt. Ja. Der Abgang ist ein bisschen. Er ist bei mir noch nicht abgegangen. Maja? Ist dein Ernst? Respekt. Matthias? Wirklich? Oh. Gönn dir. Habt ihr nicht diesen Geschmack auch beim Kauen? Maja, wie geht's dir? Mich nachdenken, einfach machen. Nach was schmeckt das denn so? Alter, ey, wisst ihr was? Geht beide in den Dschungel, Alter. Das ist ja wirklich. Also nur zur Info. So wie es riecht, schmeckt es im Mund. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich so ein Lappen. Oh, du riechst ein bisschen streng aus dem Mund. Sag ja sonst eigentlich nie, aber. Willst du ein Pfeffi? Das ist ein Kräuter. Das ist lebensgefährlich. Gut, dass hier eine Schwester abstartet. Kannst du gerne noch ein Stück aufmachen? Wenn du drauf willst, Benni. Dann dir, danke. Ich glaube, ich schaffe nicht so viel. Ich habe diesen großen Hunger. Mir reicht schon der. Ey, Mann. Tom, haben wir noch Pfeffer dabei? Nee, fehlt da ein bisschen Pfeffer. Und Charlie hat dir den schönen Abend. Nee, hey, wirklich. Das ist extra. Also. Die geht auch nicht, aber. Ob wir die nochmal in die Küche zurückgehen lassen? Ich glaube, das stimmt irgendwas mit dem Fisch nicht. Das ist wirklich ein echt schönes Filetstück gewesen. Schluck, du Luder, schluck.
Na los. Matthias, ist noch was übrig? Möchtest du noch etwas? Nee, ist nett, aber. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Ich kann auch, das macht ziemlich schnell satt. Ja. Ja, bitte die Stühle, das sind doch 100 Kalorien. Oh, aber der Geruch, der da muss. Deswegen wahrscheinlich. Nee, ich muss sagen. Nee. Ich weiß. Nee, boah. Nur so ein kleines Bäuerchen, ja. Aber ich stell mich mal hin, du hast irgendwie so schön wie ich. Du hast irgendwie so schön wie ich. Das ist so selten. Ich hab wenigstens einen Hundergeschluck bestellt. Du spuckst ja mal aus. Marco! Erstmal schön kauen. Du musst einfach. Hey, nein, gleich los. Nein. Ich hab Tränen in den Augen. Wie oft sollte man Essen kauen? 30 Mal? Wahrscheinlich 30 Mal, ja. Ja, Grete. Oh. Das zergeht doch jetzt. Ja. Oh. Oh. Zum Glück habe ich Schnupfen. Ach, ja. Aber selbst trotz Schnupfen. Marco, ey! Hast du mal so ein schönes Filet? Hier ist auch noch so ein bisschen Filet. Das sind die Filet, das ist so eine Reihe. Gib dir mal ein Essen. Rede mal bitte nicht mit dem Gedärme oder was das doch ist rum. Also das esse ich nicht. Oh. Schön frittiert vielleicht. Echt, wenn, dann bitte. Aber lustiger wird. Nee. Oh, geht der oh, der ist richtig geil drauf. Der ist richtig geil drauf. Nein. Schlucken. Basti. Ja, erst runterschlucken. Nee, ich warte jetzt. Kauen und runter damit. Los, schluck runter. Das ist so geht. Da ist immer was, was sagen. Nicht runterschlucken. Hör schon mal auf! Maja holt sich jetzt nachschlagen. Das Essen sollten wir öfter machen. Ja. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Beim nächsten Mal bitte mit Krebs. Und mit Nutella, bitte. Ja, oder vielleicht. Sogar ein Zimt. Was ich jetzt wirklich bemängel an dem Abend ist, die Beilage hat die fehlt. Ja, so schöne Petersilienkartoffeln. Ja. Allein schon fürs Auge. Auge ist ja. Hör mal auf jetzt. Die Beilage hat der Maja. Ich glaube, wir sind schneller als die, aber ich muss das hier erstmal auf. Ja, davon nicht. Ja, ich glaube auch. Ihr habt doch irgendwie, weiß ich nicht. Habt ihr ab und zu Sandpapier auf aus Spaß oder so? Wir sind irgendwie schmerznervig dazu. Schlucken. Schlucken. Das ist eigentlich viel schlimmer als der Geschmack von dem Fisch. Ja. Ja. Oh. Ich will, dass ihr euch den Arm bringen hier. Ich will das erst mal vom Ambient gemacht. Ach. Ganz kurz, nur für dich. Sali, wie geht's dir? Das ist du bist wirklich ein Felsenfester. Also man kann echt verstehen, dass ich Hunde gerne essen. Was kleiner? Nee, er soll lieber hierher kommen. Nee. Komm hierher, gönn dir mal hier. Setz dich. Aber er ist mutig. Und wahrscheinlich nicht aber er überlebt nicht schlecht. Richtig. Und ihr. Keine Reaktion. Das ist zu eklig. Der erste, der kommt vorne. Deswegen stehst du zwischen den Brettern und findest ja mutig. Ja, du bist los. Schade, hat er ja schmeckt. Das hier steht da drüben.
Oh. Tja, nach dem Fischstand sagt ihr euch, was mit welchen Kakerlaken, Alter. Also man muss das jetzt nicht jeden Tag oder einmal im Jahr reicht, würde ich sagen. Ja. Ja.